Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Monatsrückblickzeit, ja. Wir starten ja schon wieder voll mit dem August durch und ja, da merkt man mal, wie schnell doch die Zeit so dahin rinnt, ne? Ich habe im Juli 9 Bücher gelesen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch so viele geworden sind und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das erste Buch hatte ich ja vom Juni so in den Juli mit reingenommen. Das war von Xiaolu Gu, Ich bin China. Zu dem Buch habe ich auch eine Rezension gemacht. Die verlinke ich euch in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, das war ein wirklich tolles Buch. Also ich habe es wirklich gern gelesen, hat auch einen ganz hübschen Buchschnitt. Und ja, wer sich dafür interessieren könnte, schaut doch da einfach mal in der Rezi vorbei. Das war das erste. Dann habe ich den ersten Band einer Trilogie gelesen, nämlich von Jennifer Donnelly, Waterfire Saga, das erste Lied der Meere. Da geht es ja um Serafina, die ihre Heimat verliert, ihre Eltern verliert. Sie ist nämlich eine Meeresprinzessin. Und ihre Aufgabe ist es, noch 5 andere Nixen zu finden, die im Meer verstreute Talismane finden müssen, um einen bösen Meeresdämon zu bannen. Ja, mir hat es ganz gut gefallen. Erstens waren wir schön im Kühlen nass, unter anderem, gerade wenn so die Temperaturen so über 30 Grad waren. Und ja, mir hat auch so die Gestaltung der Meere und wie die verschiedenen Wasserwesen so aussehen. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ich glaube, im Oktober kommt da der zweite Band. Und ja, ich habe mich da entschieden, auch die Reihe weiterhin zu verfolgen und zu gucken, ob Serafina und die anderen dieses Wasserwesen da im Zaum halten können. Ja. Dann habe ich den zweiten Band einer, ich weiß nicht, ob es eine Trilogie wird, also mir sind bis jetzt nur 2 Bände bekannt. Ich weiß nicht, ob noch ein dritter kommt. Von Sergei Lukjanenko, Trix zu Lehr. Zauberlehrling voller Fehl und Adel, der zweite. Ja, das Cover ist wieder, ach, also ich mag das Cover schon auch vom ersten Teil. Und diesmal sind wir mit Trix im Orient. Da gibt es zum Beispiel Drachen auf 2 Beinen. Es gibt eine Djinnlampe. Es gibt fliegende Teppiche, die aber nicht fliegen, weil sie von Motten zerfressen sind. Es gab eine Zauberschule und ja, noch vieles, vieles mehr. Und da war ich wieder gerne mit Trix auf Abenteuerreise. Es hat mir wieder richtig gut gefallen. Ja. Dann habe ich von Michael Wallner oder Wallner Diese eine Woche im November gelesen. Das spielt in Venedig. Da geht es um den jungen Tonio, ein Straßendieb, und Julia, die aus Deutschland kommt und mit ihrem Vater in Venedig Urlaub macht. Julias Vater ist bei der Polizei und was seine Tochter nicht weiß, ist, er hat einen Auftrag angenommen und hat es aber so... Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ja, sozusagen, er fährt mit seiner Tochter halt in den Urlaub, dass das nicht so auffällt, dass er ja seiner Polizeitätigkeit nachgeht. Und das hat mir zwischendurch auch ganz gut gefallen. So. Dann habe ich gelesen von Susanna Kells. Das Hexenamulett spielt in England im 17. Jahrhundert. Da geht es um die junge Dorcas. Dorcas wächst bei
einer Familie von Puritanern auf, die zu der Zeit gegen die Monarchie hetzen und Krieg anzetteln wollen und den König am liebsten stürzen möchten. Und ja, Dorcas, ja, ein junges Mädchen, ahnt nichts Böses, ist aber in eine Sache eines Bundes verwickelt. Ein Bund, der aus, ja, waren es 4 oder 5, auch wie bei der Waterfire-Sage, auch Talismane bestehen, und wer einen besitzt, beziehungsweise mehrere besitzt, da steckt eine Gruppe Männer dahinter, die diesen Bund gegründet haben, und da geht es um sehr viel Macht und Geld. Ja, und Dorcas ist da halt mit drin verwickelt, obwohl sie anfangs nicht weiß, warum und inwiefern. Fand ich total spannend, habe ich auch ganz schnell weggelesen. Ja, fand ich echt, ehrlich gesagt, richtig gut. Auch so die Wendungen hin und her, also ich habe auch teilweise mit der Protagonistin, ich dachte, nee, das passiert jetzt nicht. Und ja, also da habe ich teilweise richtig mitgelitten. Fand ich richtig gut. Ja, das war das Hexenamulett. Dann habe ich von Esa Larsson Denn die Gier wird euch verderben gelesen. Ein Thriller, der in Schweden spielt. Da habe ich eine Rezension zu gemacht. Da könnt ihr auch gerne reinschauen, die verlinke ich auch mit. Und ein Thriller, der mir seit längerem, den letzten guten Thriller, den ich gelesen habe, war Der Spezialist. Den fand ich richtig gut. Und jetzt diesen. Ja, also wen das vielleicht interessieren könnte, da schaut doch einfach mal bei der Rezi vorbei. So, dann kommt von S.C. Stephens, Thoughtless, erstmals verführt, der erste Band. Den haben, glaube ich, jetzt auch schon ganz, ganz viele gelesen. Da geht es ja um Kira. Kira ist in einer Beziehung mit Danny. Und die beiden, dadurch, dass Danny ein Praktikum angeboten bekommt in Seattle, ziehen sie halt von ihrer Heimatstadt, also von Kiras Heimatstadt, nach Seattle. Sie geht dann dort, oder ja, schreibt sich dann dort an der Uni ein und will dort weiter studieren. Und sie leben bei Dannys besten Kumpel namens Kellen Kyle. Ja. Und zwischen Kira und Kellen passieren dann Dinge, die nicht passieren sollen. Ja. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Dann habe ich gelesen von Lailach Mehr, Der siebte Schwan. Dieses Buch habe ich ja glücklicherweise durch den Kanal von Littera entdeckt in ihrem Geheimtipp-Video, und ja, das Buch ist wirklich, oh, ich finde es echt traumhaft schön. Ich muss es euch nochmal zeigen, es hat wirklich ein wunderschönes Cover. Na? Und hier geht es ja um die junge Mina. Mina ist 14 Jahre alt, sie spielt im Jahr 1913 in Schleswig-Holstein, und Mina ist Tochter von Gutshofherren, Eltern. Ja, also sie ist gut betucht, sie hat schon von klein auf so eine Mamsel? Ja, so eine Anstandsdame, ne? Also Mina wird schon von klein auf eigentlich ihrer Kindheit beraubt, da mal am Dreck spielen oder mit anderen rumtollen, das ist nicht. Sie wird halt dazu erzogen, wie man sich als feine Dame benimmt und so. Und der einzige Rückzugsort für Mina ist der Dachboden des Hauses. Da stehen alte Schränke und Kommoden. Und da entdeckt sie eine alte Spieluhr, wo zwar die Figur, die sich eigentlich dann dreht, abgebrochen ist. Und in der Spieluhr findet sie ein Geheimfach. Da ist ein Medaillon drin. Und da ist ein Bild
von zwei Jungen. Ja, und Mina weiß ja nicht, wem die Spieler gehört, wo sie überhaupt herkommt. Aber sie spielt so eine schöne Melodie, dass Mina dazu immer über den Dachboden dann so tanzt. Bis eines Tages vor dem Haus, vor dem Gartentor, ein Mann steht mit einer Drehorgel. Und die Drehorgel spielt dieselbe Melodie wie die Spieluhr. Ja. Und wie das dann so weitergeht, das verrate ich jetzt nicht. Das Buch gibt es aber leider nicht mehr so im Handel, ne? Das könnt ihr nur noch gebraucht oder als E-Book erwerben. Ja, das hat mir sehr gefallen. Das ist so schön. Das stelle ich immer so hin, dass ich es gleich so immer gleich im Blick habe. Ja. Und das letzte Buch, der erste Teil einer Trilogie von Josefine Angelini, Göttlich verdammt. Die Geschichte um Helen, die noch nicht weiß, dass sie eine Halbgöttin ist. Zu dem Buch sage ich jetzt gar nicht so viel. Da wird es noch eine Partnerrezension geben, die ich mit Niki Paulas Bücherwelt mache. Ja, und da kommt dann extra noch ein Video zu dem Buch. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe im Moment nur den ersten Band. Ich möchte mir aber noch die anderen beiden gern zulegen, um zu wissen, wie es mit Helen da weitergeht. Ja, und ich mag ja auch, also mochte ich schon in der Schule die griechische Mythologie und die griechischen Götter. Ja, deswegen werde ich die Reihe auf jeden Fall verfolgen. So, das ist ein ganz schöner Stapel. Da habe ich ja einiges gelesen. Und ja, ich stöber mich dann wieder so durch die Monatsrückblicke der anderen Booktuber. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr spannend, was die anderen gelesen haben. Und ja, dann würde ich schon sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.